Houston. Houston. Felix? Wir haben da ein Problem. Was machen die da unten? Ist das Krieg? Felix. Die spinnen. Houston. Felix. Ich setze an zur Landung. Ich reduziere den Speed. Hab euch alle lieb. Alles Roger. Over. Negativ, Felix. Negativ. Felix, wir verlieren dich. So, jetzt sind wir gelandet in der Umgebung von Berlin, in Brandenburg, in einem schönen Dorf. Und ich habe ein Buch mitgebracht, das genau dort spielt. Das Dorf heißt Unterleuten. Und Unterleuten ist natürlich ein programmatischer Titel. Juli C. hat das Buch geschrieben. Es geht darin um ein kleines Dorf, in dem verschiedene Menschen zusammenleben, die eigentlich gar nicht so zueinander passen. Da sind zum einen die Alteingesessenen, die Dorfbewohner, die über Generationen schon dort ihre Gehöfte haben. Die haben miterleben müssen in den 60er Jahren die Enteignung. Manche waren da die Gewinner, manche die Verlierer, die in die LPG gegangen sind, sind dort im Vorstand und hatten entsprechenden Macht und Einfluss. Andere waren eher die Verlierer. Dann kommt das Jahr 1989, 90, dann werden die Karten neu gemischt. Es wird eine GmbH gegründet, eine landwirtschaftliche. Auch da gibt es wieder Gewinner und Verlierer. Das sind die Alteingesessenen. Daneben gibt es dann die Zugezogenen. Konkret sind es zwei Paare, die aus Berlin rausgezogen sind, um sich in der freien Natur zu entfalten. Der eine ist vom Beruf Vogelkundler. Seine Frau ist schwanger und ist immer nur mit der Schwangerschaft beschäftigt. Das andere ist eine junge Frau, die Pferde abgöttisch liebt und sich dort eine große Koppel zulegt. Und ihr Mann arbeitet weiterhin in Berlin und pendelt. Er ist so ein Nerd in der Computerindustrie, Computerbranche tätig. Und die ziehen nun dahin und fühlen sich zwar wohl, aber es gibt auch Spannungen, die sehr schnell bemerkt werden. Und es gibt auch Spannungen innerhalb der alten Dorfbevölkerung. Aber alles geht noch irgendwie so zueinander, bis dann plötzlich der große Investor kommt und sagt, oh, ich möchte hier einen Windpark anlegen. Also so etwas Schönes, wie wir hier im Hintergrund sehen, mit so Windrädern. Und für manche ist das die Gelegenheit, endlich an das große Geld ranzukommen, weil sie nämlich die Grundstücke besitzen. Und für andere ist es eine ganz furchtbare Vorstellung, den Vogelschützer, aber auch andere, die dann plötzlich aus ihrem Fenster auf der Terrasse oder wo auch immer schauen und sehen dann nur noch Windräder. Das ist sozusagen die Grundkonstruktion. Spannend aufgebaut von Juli C., weil sie die Kapitel immer nach einzelnen Personen benennt und dann die Sicht der Dinge aus dieser jeweiligen Person darstellt. Im nächsten Kapitel ist es eine andere Person, die blickt wiederum auf die Person davor und dadurch entsteht eine vielschichtige Sicht auf die Stimmungen in diesem Dorf und man ist einmal auf der Seite, einmal auf der Seite. Am Schluss wird es sogar fast ein Krimi oder ein Thriller. Richtig spannend, weil auch ein Verbrechen passiert. Sehr umfangreiches Buch, hat über 600 Seiten, aber man liest es doch sehr gebannt, weil man auch so das Gefühl hat, Mensch, ich bin ja auch vielleicht Teil dieses Dorfes, weil ich mich in vielem wiederfinde. Aber warum ich Ihnen das Buch vorstelle, ist nicht nur, weil ich es einen großen Gesellschaftsroman finde, sondern weil da noch eine zweite Geschichte ist. Und die finde ich, die hat es in sich. Die hat etwas zu tun mit einer Person, die es gar nicht gibt. Ich behaupte mal, die gibt es nicht. Es wird nämlich schon gleich auf dem Widmungsblatt wird zitiert, ein Philosoph Manfred Gortz oder ein Ratgeber, ein Lebensratgeber, Manfred Gortz. Wenn der auf der Titelseite steht, zitiert mit dem schönen Satz, alles ist Wille, dann habe ich gleich mal recherchiert, Manfred Gortz, hast du nie gehört. Was gibt es denn von dem so für Bücher? Da stehen tatsächlich einige in den einschlägigen Internetseiten, kann man finden. Man erfährt dann auch, dass Manfred Gortz an der Hochschule für Wirtschaft oder Finanzen, in so ähnlich heißt die, in Ingolstadt,
studiert hat, 1951 geboren. Und dann habe ich mal nachgeguckt. Und diese Hochschule in Ingolstadt, die gibt es tatsächlich, aber die ist 1989 gegründet worden. Also müsste doch Manfred Gorz ein ziemlich alter Student gewesen sein, als er sein Studium aufgenommen hat. Und dann wird man schon so ein bisschen verunsichert und denkt, naja, was ist denn da jetzt eigentlich wirklich Sache? Ist das ein Fake? Wird man da so ein bisschen auf den Arm genommen? Insbesondere, weil dieser Manfred Gorz auch in einem Verlag erscheint, Goldmann Verlag. Und das hat die Süddeutsche Zeitung dann sehr schnell doch herausgefunden. Da gibt es doch eine Beziehung zu der großen Verlagsgruppe Random House. Und dort ist auch Juli C.'s Buch im Luchterhand Verlag erschienen. Sollten die da vielleicht irgendwie eine Person erfunden haben, die Bücher schreibt? Und die Bücher schreibt eigentlich Juli C.? Soweit würde ich vielleicht noch nicht gehen, ob Juli C. die geschrieben hat, aber ich glaube, den Manfred Gorz, den gibt es gar nicht. Man hat mir von Verlagsseite in einem Post bei Facebook, hat mir dann ein Interview mit Manfred Gorz zugespielt. Manfred Gorz guckt da in die Kamera, freundlicher älterer Herr, und sagt, naja, er wird jetzt da ständig angezweifelt, dass die Bücher von ihm sind und dass es ihn gibt. Und wenn man sich das anguckt, das ist sehr lustig, weil dieser Manfred Gorz, vielleicht heißt er ja wirklich so, aber der jedenfalls hier eine erfundene Figur ist in diesem Roman, dieser Manfred Gorz, der lächelt so leicht. Und man merkt, dieser Mensch ist ein Schauspieler oder vielleicht ist es ein Bekannter von Juli C. oder wie auch immer. Ich glaube nicht, dass das ein Wirtschaftsstudent war, der jetzt Bücher schreibt, Lebensratgeber. Ich finde, das Ganze ist eine Satire auf die Ratgeberliteratur. Es ist aber auch zugleich ein parodistischer Blick auf den Literaturbetrieb mit seinen Zitiermechanismen und mit seinen Zwängen und mit seinen mit seinen Methoden auch Autoren nach vorne zu bringen. Ich glaube, es ist ein Experiment, weil man sehen will, schaffen wir es mit der sehr erfolgreichen Juli C. und ihrem Roman Unterleuten, der auch richtig gut ist, schaffen wir es damit noch einen zweiten Autor nach oben zu hieven, nämlich diesen Manfred Gorz mit seinen sehr dünnen Büchern, die sehr schnell geschrieben zu sein scheinen und die von den Inhalten her auch so eine Art Sozialdarwinismus fördern und so die Menschen, die das Lesen ermutigen will, ihr müsst Karriere machen und dazu gebe ich euch ein paar gute Ratschläge, wie das erfolgt. Und irgendwie ganz, ganz witzig finde ich das vom Verlag. Großes Kompliment, man kommt erst mit der Zeit dem Verlag auf die Schliche, aber ich bin sicher, das ist alles ein Konstrukt. Beeinflusst nicht unbedingt die Lektüre des Romanes, den kann man auch so lesen. Wenn Manfred Gorz Zitate kommen, dann weiß man jetzt, was das zu bedeuten hat. Aber wie der Rezensent in der Süddeutschen Zeitung zu Recht geschrieben hat, ein Buch von Juli C. heißt Spieltrieb. Und das ist schon so eine Spielerei mit uns allen, mit uns Leserinnen und Lesern, aber nicht ganz unsympathisch. Mir hat's gefallen. Damit begebe ich mich jetzt in meine Raumfähre, weil dort ein wunderbarer Gast wartet. Ich freue mich sehr auf die frühere Ministerpräsidentin und Wandererin und Pfarrerin Christine Lieberknecht. Bis gleich. Was ist das denn? So, jetzt bin ich wieder in der Raumkapsel und ich freue mich sehr über meinen Gast heute, Christine Lieberknecht. Herzlich willkommen. Ah. Christine Lieberknecht, Ministerpräsidentin in Thüringen gewesen, Landtagsabgeordnete, Vorsitzende in vielen Gremien, die aufzuzählen unsere Sendezeit erschöpfen würde, Wanderin, sehr aktiv und sie ist auch, und deswegen habe ich sie heute ganz besonders gerne eingeladen, sie ist eine große Leserin. Liebe Frau Lieberknecht, ich würde Sie gerne mal fragen, wie war das denn in Ihrer Kindheit? Wer hat Sie zum Lesen gebracht? Sind Sie zum Lesen gebracht worden oder haben Sie da selber die Initiative ergriffen? Haben Sie da gute Erinnerungen? Wie war das mit dem Lesen als Kind? Ganz entscheidend ist ja immer das Elternhaus. Das ist auch bei mir so gewesen, aufgewachsen in einem Pfarrhaus. Und vor allen Dingen mein Vater hatte eine ziemlich große Bibliothek. Das ging so weit, dass eines Tages mal ein Hühnerzuchtfreund kam, weil er auch andere Hobbys hatte, also Hühnerzüchten. Und der sah diese Bücher in seinem Amtszimmer und sagte, Lukas,
du sammelst wohl Bücher. Das war also alles andere als alltäglich, dass man auf dem Dorf so viel Literatur, so viele Bücher hatte. Und damit sind die Bauern aufgewachsen. Haben Sie viel vorgelesen bekommen als Kind? Vorgelesen wurde viel. Gut, im Pfarrhaus gab es natürlich eine Kinderbibel, da gehörten dann auch schöne Bildchen dazu. Wir hatten die üblichen Kinderbücher wie den Strubbelpeter oder auch mit Pitti Platsch und Schnatterinchen, die im Fernsehen kamen. Allerdings haben wir erst Bücher gehabt und den Fernseher, den hatten wir erst einige Jahre später, sodass Bücher vielleicht noch wichtiger waren als in anderen Haushalten, wo man von Anfang an vielleicht mehr Fernsehen gesehen hat. War die Fernsehsendung dann eher enttäuschend, wenn man sieht, man baut sich ja so eine Welt auf, so eine Bilderwelt im Kopfkino. Und dann sieht man das im Film und dann ist es irgendwie so dargestellt und festgelegt, so sieht das aus. Wie? Ach nee, also ich fand eher, man freut sich ja auch, wenn man etwas wiedererkennt, was man aus anderen Zusammenhängen schon weiß, also in den Kinderbüchern gesehen hat und dann kommt das auch im Fernsehen, dann ist das eher so eine Bestätigung dessen, was man da auch schon, ja, in diesem Fall in Bildern gesehen hat und gut die Texte dann dazu. Mhm. Wichtiger war auch vielleicht die Jugendzeit. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich Bücher für mich immer doch, oder dass Bücher immer eine sehr praktische Bedeutung hatten. Ich habe nicht viele gelesen, aber die ich gelesen habe, vielleicht Mark Twain, Tom Sawyer, habe ich bestimmt ein halbes Dutzend Mal gelesen. Was hatte denn Mark Twain, Tom Sawyer für Sie für eine praktische Bedeutung? Dass da der Tom Sawyer war, der das Leben in die Hand nahm und auch auf außergewöhnliche Ideen kam und irgendwie so mitreißend gewesen ist. Haben Sie sich damals entschieden, Politikerin zu werden, nachdem Sie Tom Sawyer gelesen haben? Das war jenseits meiner Vorstellung. Also Politik interessierte mich damals ehrlich gesagt kaum. Mich interessierte die Gruppe, in der ich war. Allerdings in dem Dorf waren es hauptsächlich Mädchen. Das hatte dann zur Folge, dass bei Jules Verne beispielsweise die Kinder des Captain Grang, ich eine Mädchen-Gang bildete, gründete. Gefährliche Gang. War natürlich die Chefin mit meiner Schwester, die war ein Jahr jünger. Und wir nannten uns ja die Kinder des Captain Grang. Also solche praktischen Auswirkungen hatte das. Oder Robin Hood. Der Kampf für das Gerechte. Ich hatte als Kind, glaube ich, einen ziemlich großen Gerechtigkeitssinn. Zunächst mal unter den Geschwistern, wo ich die Älteste war, auch gegenüber unseren Eltern. Da war ich schon auch ein bisschen kämpferisch. Aber da könnte man ja schon vermuten, dass da auch so ein bisschen die Wurzeln für ein politisches Engagement gelegt wurden. Kampf für Gerechtigkeit. Führung einer Gang will ich jetzt nicht behaupten. Naja, vielleicht ist das am ehesten. Gut, also zumindest Wurzeln, sich in der Gruppe, in der Gemeinschaft zu engagieren, sich für andere zu engagieren und das am Ende ja auch in politischen Strukturen zu tun, was ja auch mein Engagement 1989 mit ausgemacht hat, dass ich gesagt habe, jawohl, ich bin dabei bei der Reform der Ost-CDU, deren Mitglied ich war, das war schon eine politische Entscheidung, wenn auch umstritten, weil es war innerhalb des DDR-Systems, aber trotzdem die Nischen zu suchen, wo kann man etwas für andere erreichen, wo kann man die Welt vielleicht doch ein Stückchen besser machen. Ich würde gerne noch mal zurückgehen auf diese Jugendzeit. Sie waren ja nicht die Einzige, die gelesen hat, haben alle gelesen. Und mich würde mal interessieren, dieses Wort von der DDR als Leseland, können Sie das bestätigen oder sagen Sie, das ist ein Klischee? In der Schule wurde ja generell gelesen. Es gab im Literaturunterricht oder im Deutsch eigentlich von der Grundschule an Bücher, die wir mit nach Hause kriegten, um sie zu lesen. Die wurden dann im Unterricht dann auch besprochen. Es gab die Bibliotheken, das war sehr weit verbreitet. Und es wurde in der DDR insgesamt, vor allen Dingen in der Jugendzeit, in der Studentenzeit habe ich das dann ja auch sehr stark selber ja auch miterlebt und auch getan. Wenn neue Bücher auf den Markt kamen, vor allen Dingen auf dem westlichen Markt oder Bücher, die in der DDR so etwas unter Verdikt standen, vielleicht verboten waren, also da war man unglaublich hinterher und viele waren abgegriffen, von Hand zu Hand gegeben. Wie sind Sie an die Bücher auf dem westlichen Markt gekommen? Zum Teil über Freunde, zum Teil wurden die ja auch irgendwo am Körper, ich weiß noch, Rudolf Baru ist damals von einem Freund, einem Theologie-Kommilitonen auf dem Rücken über die Grenze gebracht worden und wir waren dann ganz glücklich, dass er heil mit dem Buch bei uns in Ramsla ankam. Solche Geschichten gibt es, glaube ich, sehr, sehr viele. Und in kleinen Auflagen gab es mitunter auch Literatur. Ich weiß nicht mehr, in der Studienzeit hat Albert Camus bei uns eine große Rolle gespielt, der große Existenzialist und vor allen Dingen auch zu DDR-Zeiten in dieser äußeren Unfreiheit, aber über Freiheit am Beispiel des Sisyphos nachzudenken, das hat uns schon elektrisiert.
Ich weiß jetzt nicht mehr genau, ob es da auch eine DDR-Ausgabe gab oder ob das dann prinzipiell doch nur über den Westen möglich war. Warum wird heute in Parlamenten, im Bundestag, in Landtagen so gut wie nie eigentlich Literatur zitiert? Ich kann mich erinnern, Frank-Walter Steinmeier hat mal in der Afghanistan-Geschichte damals, der hat den Drachenläufer mal zitiert, damit man sich so einen Eindruck machen kann, wie das ist. Aber das war die absolute Ausnahme. Ist Literatur so weit weg von der politischen Realität oder passt das nicht? Warum kommt das so selten vor? Naja, also wenn Politiker Literatur zitieren, sollten sie nicht bei der ersten Nachfrage blank sein. Das heißt, sie sollten sie gelesen haben. Mhm. Dass es Referenten gibt, die vielleicht hier und da auch ein Zitat aus der Literatur, im Übrigen klassische Literatur, kommt schon vor, wenn man die Antike nimmt, die alten Griechen, wenn man auch in Thüringen natürlich Goethe, gibt kaum, jedenfalls über lange Zeit, eine Rede, im Landtag. Wo dann auch Goethe zitiert wird. Also in den parlamentarischen Debatten vielleicht weniger. Von Hales hat mal Pippi Langstrumpf gesungen, wenn ich das richtig erinnere. Ja, das verbindet man, glaube ich, auch für alle Zeiten mit ihr. Ob ihr das nun wirklich im Nachgang so gefällt, ist eine andere Frage. Ich habe mal eine ganze Rede nach einem Buch aufgebaut, weil man ja oft Redner ist, auch in einer Reihenfolge, und alle Redner irgendwie die gleichen Ausgangsvermerke haben, was wichtig ist. Da wurde 20 Jahre, das ist jetzt auch ein bisschen fast krimimäßig, Giftinformationszentrum Erfurt für die ganz neuen Bundesländer gefeiert. Und die größte Droge oder weswegen das Giftzentrum angerufen wird, ist ja nach wie vor ja Alkohol, ist irgendwo, sind Rauschmittel. Und da ist gerade Florian Illiens erschienen, der Jahrhundertsommer 1913. Ja. Und alle Künstler, die da eine Rolle spielten, oder sehr viele, sie haben alle mit Exzessen zu tun, mit, ja, wenn man an Kafka denkt, wenn man an die ganze Tragödie mit Kokoschka denkt, wenn man, also wirklich, diese Beispiele gab es zuhauf. Und dann habe ich einfach so mal erzählt, was da so los war, und dass also diese Drogensucht und diese Bedürfnis nach Rausch überhaupt keine neue Erfahrung ist. Und dann gab es auch hinterher eine Resonanz und sagt, das erste Mal, dass eine Politikerin so über Literatur gesprochen hat. Ja, und Florian Illies, der hat ein Buch geschrieben mit dem Titel 1913, und man denkt, wer soll denn das lesen? Die leben alle nicht mehr. Das ist ja wie so ein Geburtstagsband, wer da geboren ist oder so. Und das war ein absoluter Erfolg, weil offenbar dieses Jahr 1913 viel mit uns zu tun hat. Das ist wahr. Ich habe ja auch ein Buch mitgebracht, nämlich von Adriana Altaras, Titus Brille. Und ich habe es auch deshalb mitgebracht, weil es eben im Grunde auch so das ganze 20. Jahrhundert im Rückblick nochmal aufreißt. Sie ist in Zagreb geboren. Wir alle wissen, was Zagreb für eine Rolle spielte, was der Balkan für eine Rolle spielte, schon vom Ersten Weltkrieg angefangen, dann auch über den Zweiten Weltkrieg. 1960 und geboren in Zagreb. Ja, erzählen Sie ein bisschen den Inhalt vielleicht. 1960 geboren, Jüdin, bekennende Jüdin. Sie ist dann über Italien nach Gießen gekommen, wo sie aufgewachsen ist, ihre Eltern gelebt haben. Und die Eltern sind nun beide verstorben und sie muss einen Haushalt auflösen, ja, in dem seit 40 Jahren nichts mehr weggeworfen wurde, und anhand der Funde wird sie immer wieder an diese Geschichte des 20. Jahrhunderts, die auch ihre persönliche Geschichte ist, auch mit dem Holocaust als Jüdin verbunden ist, schmerzhafte Geschichte, aber zugleich, und das hat mich so fasziniert, schildert sie, wie schwierig es doch auch ist, oder wie, sag mal, absonderlich es viele unserer Mitbürger finden, wenn man jüdischen Glauben tatsächlich in einer Metropole, in einer Großstadt wie Berlin, wo sie heute lebt, praktiziert. Mhm. Und diese schonungslose Offenheit, die sie da hat, bei allem Humor, bei aller Heiterkeit, die sie auch in diesen Romanen einstreut, das hat mich schon tief beeindruckt, dass sie uns, sag mal, unsere Oberflächlichkeit nicht durchgehen lässt. Dass sie, und das finde ich einen der stärksten Sätze, sagt, solange ihr uns, gemeint sind die Juden und die Opfer des Holocaust, solange ihr uns in der Opferrolle seht, da sind wir euch willkommen, da seid ihr nett zu uns, da sind wir die, um die ihr euch kümmert. Aber wenn wir unsere eigenen Rituale, unseren eigenen Glauben leben,
da findet ihr uns auf einmal eklig. Mhm. Das hat sie anhand der Beschneidung ihres ältesten Sohnes erlebt. Wo auch Christen erlebt dabei und, sind, die in der hinteren Reihe stehen und sagen, was machen die denn da, das geht doch gar nicht. Ja, und dann sagt sie, also wer jetzt also nicht tapfer und nicht in der Lage ist, sich das anzusehen, der soll in seine Kirche gehen, aber der soll jetzt nicht zu unserem Fest kommen. Ja. Also das fand ich stark. Ich habe sie dann auch mal gemeinsam mit der ich kannte sie vorher schon. Ah, okay. Ich bin auf sie gekommen, weil sie dieses Buch mir auch persönlich geschenkt hat, und zwar beim Literaturfrühling im Kellerwald. Auch eine ganz schöne Einrichtung einer ehemaligen Journalistin, Christiane Kohl, die gemeinsam mit einigen Gastronomen in dieser Landschaft des Kellerwaldes das ist in Nordhessen, in der kargen, aber auch doch sehr für mich schönen Landschaft Nordhessens. Gebrüder Grimm sind dort zu Hause. Also bei Kassel. Wenn man dort, wenn man so über die Berge sieht, sieht man tatsächlich die sieben Zwerge. Okay. Mühlen spielen eine große Rolle, auch bei den Gebrüder Grimm, oft Mehl, Wolf und sieben Geißlein. An dieser Landschaft einen Literaturfrühling zu machen, war eine tolle Idee. Und da war Adriana Altaras und hat mir auch ihr Buch geschenkt. Ich habe es gelesen, war so beeindruckt. In einer kleinen Ausgabe. Ja, ich finde es herrlich. Ich habe hier die große Männerausgabe. Ja, das ist die Damenausgabe für die Handtasche. Ich habe es oft verschenkt. Ja. Und zwar immer so gleich von Hand zu Hand, weil ich finde es ein Buch, was einfach so von Hand zu Hand auch geht. Und habe sie dann gemeinsam mit der Landtagspräsidentin, ich war Ministerpräsidentin, eingeladen im darauffolgenden 9. November mal für die Thüringer Öffentlichkeit zu sprechen. Und das war auch hoch beeindruckend, weil sie uns ein Stück auch die Maske vom Gesicht zieht und immer wieder fragt, wie ernst meint ihr es denn wirklich mit euren Ritualen, und mit eurem Gedenken? Und das ist ein Thema. Ich finde ja auch sehr spannend, wie sie ihren Vater neu entdeckt durch die Unterlagen, was sie da alles findet und wie plötzlich ganz viele Frauen sich melden und sagen, wir waren aber die Geliebte von ihm, und sie muss ihr Bild vom Vater ein bisschen relativieren. Auch die Mutter und die Schwester, die da eine große Rolle spielen. Also es ist eigentlich auch eine sehr offener Umgang mit der eigenen Familiengeschichte und auch mit den Konflikten. Ja, das findet ja dann auch Fortsetzung. Sie hat ja ein zweites Buch dann danach geschrieben, Deutschka. Das handelt nun absolut, sagen wir, von heutigen Familienchaos, möchte man fast sagen, mit pubertierend heranwachsenden Söhnen, mit Stress zwischen Familie und Beruf und auch allen persönlichen Bedürfnissen, aber auch der Aufopferung wieder für Familie. Also sie schreibt schon, nicht nur wie jüdisches Leben in der Praxis doch sehr schwer gemacht wird, wenn man sich wirklich bekennt, wie überhaupt Familie unter unglaublich schweren Bedingungen heute auch zu leben ist. Das hat mich beeindruckt. Mich auch. Das ist auch ein sehr schöner Titel. Titos Brille, die spielt tatsächlich eine Rolle. Und auch da wird dann schon schnell deutlich, Wahrheit und Legende gehen da sehr schnell zusammen. Adriana Altaras. Liebe Frau Lieberknecht, ich möchte Sie das zum Schluss fragen, was ich sonst meine Gäste am Anfang frage. Haben Sie eine Beziehung zum Weltraum? Waren Sie schon mal im Weltraum? Ja, also wenn wir insgesamt unsere Erde auch als Teil dieses Universums fassen, sind wir mittendrin. Aber so wie Bücher meine Kindheit geprägt haben, hat besonders in der DDR die Raumfahrt eine Rolle gespielt, weil die Russen die Sowjetunion, im permanenten Wettkampf mit den Amerikanern waren. Und Juri Gagarin war schlicht der Held unserer ganzen Grundschulzeit. Das wurde gepflegt. Wir sind ja hier im Übrigen gar nicht weit vom Juri Gagarin-Ring in Erfurt. Ich habe Wandzeitungen gemacht über Juri Gagarin, der aber dann 1968 ja bereits unter bis heute nicht wirklich geklärten Umständen auch zu Tode gekommen ist. Also für Kinder in der DDR in den 60er Jahren aufgewachsen, gehört der Weltraum dazu. Das hat Sie fasziniert. Haben Sie damals den Wunsch gehabt, ich will das auch mal machen? Das war sehr, sehr, sehr weit weg. Ich hatte dann eher so den Wunsch, wie gesagt, so den Gerechten von Robin Hood und Tom Sawyers nachzueifern. Und das andere, das war halt die große Sowjetunion. Und da hatten wir allerdings bei all der Weltraumbegeisterung doch politisch zumindest auch ein ambivalentes Verhältnis dazu. Ich habe hier einen Helm, den habe ich mir bestellt in Köln beim Karneval, aber das darf ich nicht so laut sagen, weil wir sind ja hier in einem richtigen Raumschiff und da ist die amerikanische Fahne. Sie sehen, also im Westen nichts Neues. Und ich möchte mich ganz herzlich bedanken. Wir könnten noch viel über Bücher sprechen, über Ihren Bauhaus, Großvater und über Ihr Elternhaus. Ich habe das Glück, Ihre Eltern zu kennen und bin sehr froh, dass Sie heute bei mir waren. Vielen herzlichen Dank. Sie werden jetzt wieder auf die Erde zurückgebeamt, weil das Raumschiff bleibt mir vorbehalten. Ja,
viel Spaß. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich möchte Sie auf die nächste Spezialsendung Lightbox Büchergalaxie hinweisen. Da haben wir nämlich eine Bibliothek, die wir besichtigen. Und das ist die Bibliothek, die Peter Sodann zusammengestellt hat. Peter Sodann, politisch ein bisschen auf einer anderen Seite als Frau Lieberknecht, aber ich glaube, in vielem trotzdem sehr, sehr vergleichbar. Interesse für Bücher und Literatur. Das zeigen wir Ihnen in einer Spezialsendung und vielleicht sehen wir uns dann. Vielen herzlichen Dank und noch einen schönen Tag.